Harry sagt Hallo und guten Morgen zum aktuellen Wetter hier in Maspalomas heute am 29. November 2021. Es ist 7 Uhr und 25 Minuten. Wir haben jetzt im Moment 18 Grad Wind, der soll auch stärker werden, bis 40 Stundenkilometer, also nicht sehr angenehm im Moment hier. Es weht auch ein bisschen der Sand. Aber immer noch so, dass man gut laufen kann. Und unten am Meer ist es, am Wasser ist es nicht ganz so schlimm. So, der Blick jetzt hier Richtung Playa de Ingles, Richtung Punta de Maspalomas. Ja, die Einsatzfahrzeuge sind auch schon längst unterwegs. Was ich sehen kann, wir haben recht kräftige Wellen. Sonnenaufgang ist um 7 Uhr und 34 Minuten, Sonnenuntergang um 18 Uhr und 6. Also wir haben noch ein paar Minuten bis zum Sonnenaufgang und wir werden schauen, ob es was zu sehen gibt heute Morgen. Und hier sehe ich gerade eine Möwe im Sinkflug. Aber sie hebt schon wieder ab. Schön anzusehen, wie die Tiere elegant fliegen und jetzt mit dem Gegenwind hier. So, und da sieht man schon etwas am Horizont. So, ein bisschen Farbe hat der Himmel bekommen. So, einen Rundblick. Ja, Luftfeuchtigkeit haben die angegeben mit 40 oder 45%. Also wir haben mehr Luftfeuchtigkeit jetzt hier jedenfalls im Moment. So, das ist im Moment das Einzige, was ich euch an Bildern hier bieten kann. Die Sonne geht gerade auf, aber wir haben unten das Wolkenband und weiter oben auch. Also kurzen Moment. Aber wunderbar zu laufen. Und schaut euch die Wellen dazu an hier. Und die Farben, das Dunkle jetzt vom Meer. Ja, an dieser Stelle recht herzlichen Dank
fürs Abonnieren, fürs Teilen und Weiterleiten der Videos, die Kommentare, die netten und die Beantwortung der Kommentare. Viele kennen sich aus. Die Vorfreude auf den Urlaub hier. Und für die, die schon wieder zu Hause sind, die sehen dann eben noch ein bisschen mehr. Das aktuelle Wetter, um zu sehen, wie es hier aussieht, jeden Tag, jeden Morgen meistens. Im Moment ist das Wasser schön warm im Vergleich zum Sand. Es ist angenehm, jetzt im Wasser zu laufen. Wir haben immer noch 21, ich würde sagen gut 21 Grad. Und der Sand außen, der ist vielleicht so 15, 16 Grad oder 17 maximal. Und das ist schon sehr schön, jetzt hier zu laufen. Dann wurde ich gefragt in den Kommentaren wegen der Tapasnacht. Die findet jeden Donnerstag statt, wenn nichts wettertechnisch dazwischen kommt. Ihr habt das Reisebüro in der Sita, den Reisesparfuchs, und die Telefonnummer habe ich schon mal und E-Mail-Adresse mit angegeben. Was war noch? Ja, die Zahlen hier, die steigen etwas, habe ich heute Morgen oder gestern Abend noch gelesen, aber nichts besorgniserregend. Das war noch die Frage im Kommentar. Und sonst gibt es auch am Flughafen keine Verzögerungen mehr und keine jedenfalls großen Wartezeiten, oder habe ich jedenfalls die Tage nichts gehört. Also so, das ist jetzt wieder ein traumhaftes Bild. Schaut euch das an, wie ein Gemälde. Hier mit den Spiegelungen und den Farben. Und den Wellen dazu. Eine Sinfonie für die Sinne, würde ich sagen. Ah, gigantisch. Ja, das Hochladen dauert auch immer ein bisschen, denn durch die hohe Qualität geht es nicht so flott wie normal vom Handy. Dafür habt ihr eine bessere Qualität beim Ansehen. Ja, ich werde auch immer die Kommentare mit dem Daumen und mit dem Herzchen immer beantworten. Die älteren zurückliegenden Kommentare, die komme ich eigentlich da kaum noch dazu zum Ansehen. Da müsste ich zu weit zurückgehen. Schaut euch den Himmel hier an. Und das Wasser, man sieht gar keine Schaumkronen auf dem Wasser, nur die Kräuselung. So, noch mal schnell zur Sonne, die taucht nämlich gleich wieder ab. Aber wenn sie dann wieder hochkommt, die Farben, dann das wird schön werden. Und die Wellen dazu. So, und hier pfeift der Wind doch schon ganz anders, und ich stehe hier schon fast mitten im Wasser. Wir haben eine Abrisskante und zulaufendes Wasser, das ist nicht ganz ungefährlich hier an dieser Stelle. Ja, und da kommt sie dann gleich wieder durch, die Sonne.
Ja, hier ist der Sand jetzt nass und doch ein bisschen schwer zu laufen. Und den trockenen Sand möchte ich nicht, da ist zu viel Wind dann. Und ja, ist gar nicht so einfach jetzt hier. So, mal einen Blick jetzt hier in die Berge des Rio Palas von der anderen Seite. Hier ist ein Schwarm Vögel unterwegs. Schön, wie das so anzusehen ist, wie die über den Wellen, flach über den Wellen fliegen. Da nochmal so ein Schauspiel mit den Vögeln hier. Irgendeinen Grund muss das haben, dass die da vermehrt jetzt gegen den Wind ankämpfen, ganz flach über dem Wasser, aber sie tauchen nicht ein. So, jetzt kommt die Sonne durch, das meinte ich. Seid nochmal dabei beim Sonnenaufgang in Maspalomas, dann dauert es heute wieder ein bisschen länger, haben wir dreimal gehabt heute. So, jetzt kommen noch die Möwe dazu. Ist das nicht schön? Und die bleibt noch ein bisschen davor. Jawohl. Ja, hier sind immer mehr. Hier kommen immer mehr Vögel an. Und als besonders guten Liegetag am Strand würde ich das heute nicht bezeichnen. Ich würde heute eher mal irgendwo an der Promenade spazieren gehen. Weil hier ist doch ganz schön viel Sand in der Luft und der Wind wird zunehmen. Also für die, die jetzt noch nicht sich festgelegt haben, ja, es dauert dann heute wieder länger, dieses Video, aber wer nicht sehen möchte, der kann ja dann abschalten. Aber ich finde es schön. So, und jetzt muss ich mal ein bisschen Zahn zulegen. So, und ich entschließe mich jetzt doch hier umzudrehen. Hier ist mir zu viel Sand in der Luft und das ist nicht gut für die Augen und nicht gut für die Kamera. Und deswegen kurz vor der Punta geht es jetzt in die andere Richtung und ihr seht hier, wie der Sand weht. Und klar hat das was mit dem Wind zu tun und der wird stärker und deswegen geht es jetzt wieder in die Richtung.
Also der ein oder andere, der jetzt auch die Wettervorhersagen hier sehen kann, sollte vor dem Spazierengehen oder Strandgang, sage ich so, vielleicht mal schauen, wie sich das so. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, die Zahlen, die sind auch nicht so genau. Hier steckt eine Feder im Sand. So, die Zahlen sind auch nicht so genau. So, jetzt kommt die Sonne doch ein bisschen durch, wird kräftiger und ich melde mich von da vorne dann nochmal. So, nur mal wie der Sand hier fliegt. Ihr könnt es hier ganz deutlich sehen. Der hat also noch zugenommen, der Wind, jetzt auch auf dem Rückweg. Da würden auch keine Netze irgendwas nützen, jetzt hier am Strand. Es ist nur einfach zu windig, ab einer gewissen Windstärke. So, ich habe gerade ein Video aufgenommen, weil es so schön war, die Wellen zu sehen, ohne Ton, ohne zu sprechen. Denn ich wurde oft darauf angesprochen, ob ich nicht mal eben nur die Wellen, den Strand aufnehmen kann. Auch jetzt beim letzten Zeitlupenvideo wurde ich gefragt, ob es nicht mit Wellenmusik, Geräuschen geht. Nein, bei der Zeitlupe müsste ich extra Wellengeräusche einspielen. Und deswegen habe ich jetzt was aufgenommen. Ich werde das einfach mal online stellen. Für mich auch selber sehr interessant, das dann mal zu sehen, weil mit dem bloßen Auge kriegt man ja gar nicht so viel mit. Und das sind dann einfach Videos, ich nenne sie dann Impressionen am Strand. Und dann wisst ihr, da wird nicht gesprochen, da gibt es keine Musik, da gibt es nur die Naturgeräusche. Und ich möchte sehen und hören, ob das mit dem heutigen Wind möglich ist. Und ich sehe jetzt schon wieder hier die Wellen und werde schon wieder ganz kribbelig. Ja, ist doch wunderschön. Es ist einfach bei jedem Wetter schön hier, auch wenn es ein bisschen windig ist. Dann haben wir wieder die schönen Wellen hier. Schaut euch das an. So, und wer möchte, der kann dann dieses Video sich ansehen. Und ja, wenn es gefällt, kann man öfter mal sowas machen. Weil für mich kein Aufwand, ich bin unterwegs, ich schaue mir das ja eh gerne an. Und dann kann man auch ein separates Video machen. So, und das muss ich euch noch mal zeigen, was hier gerade los ist mit den Wellen. Ich habe gerade noch ein Video gemacht. Also es gibt zwei Teile von den Impressionen am Strand. Ich möchte mir das ganz in Ruhe dann daheim ansehen. Schaut euch das an. Es ist einfach nur gigantisch schön, was hier gerade abgeht am Strand von Maspalomas. Unvorstellbar schöne Wellenformationen links, rechts. Gerade baut sich da hinten auch wieder was auf. Also wer das sehen möchte, ohne Kommentar, Impressionen am Strand. Ohne Musik, ohne Gerede. Ist doch einfach nur ein Traum. So, und mit diesen Bildern werde ich mich dann auch verabschieden. Und es ist so stark, dass ich aufpassen muss, nicht umgeschmissen zu werden. Ich wollte nun jetzt noch mal hier ankommen. So, und mit diesen Bildern sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und
ja, bis zum nächsten Video zur Realität oder zum Wetter.